Du bist blutiger Kaffeeanfänger und hast Bock auf eine Siebträgermaschine, aber nur 200 Euro. Was macht man da? Natürlich geht man da zu eBay. Zu eBay Kleinanzeigen und schaut, was man da für sein Geld kriegt. Was fällt dir dann in die Hände? Was findest du dann? Zum Beispiel so ein Ding hier, eine Jura 110. Ich habe sie für euch gekauft, auf Herz und Nieren getestet, das Ding auseinandergenommen, einmal explodieren lassen. Oh Gott! Und ganz zum Schluss sage ich euch dann auch, ob ich es euch empfehlen würde, so ein Ding zu kaufen. Denn wer weiß, ob es Geld wirklich wert ist. Viel Spaß beim Video. Alright Leute, lasst mich das Ding mal jetzt erklären, die Geschichte erklären. Wie kommt man eigentlich darauf, eine 200 Euro Kaffeemaschine bei eBay zu kaufen? Ihr kennt es doch alle. Jeder will Kaffee machen, zu Hause machen und man setzt sich irgendwie ein Budget. Man träumt von der 1000 Euro Maschine, hat man aber nicht. Man setzt sich irgendwie das Budget 200 Euro, landet bei eBay. Und was findet man dann? Eine Jura Espresso-Maschine, ein Siebträger von 1997. Originalpapiere dabei, der Hammer. Das Ding nennt sich Classic 110. Es ist gekommen in so einem richtig geilen Retro-Karton. Wie gesagt, mit originalen Papieren und Anleitungen. Habe ich gerade mal schon mal ganz kurz reingeguckt, denn ich wusste nicht, warum das hier so wackelig ist. Jetzt weiß ich's. Anyways, kurz zu der Maschine. Die ist gar nicht so leicht, wie sie aussieht. Die wiegt... Meine alten Crossfit-Tage sagen mir so 12 Kilo vielleicht. Pi mal Daumen. Das Gehäuse ist Edelstahl oder Metall, I don't know, bin auch kein Metallfachwirt, keine Ahnung was. Anyways, sie sieht auf jeden Fall gut verarbeitet aus, aber der Profi hier, meine Kaffeemaschinen in den Läden, die von uns Kiezkaffeekraft 1 und 2 sind sehr teuer, kosten über 10.000 Euro. Andere Liga, aber darum geht's gar nicht. Also, ja, das bewegt sich hier komisch. Damit kann man irgendwie den Wasserfluss steuern. Bin ich gespannt. Das Sieb habe ich noch nicht rausbekommen. Bin ich auch gespannt. Kriege ich noch irgendwie hin. Sieht aus wie ein, boah, keine Ahnung, 15 Gramm Sieb vielleicht. Könnte sein 14 Gramm. Das wäre so typisch italienisch doppelter Espresso. Ah, geil. Vielen Dank, Steffen. Da hilft mir mein Bruder. Okay, kurz zu der Maschine. Hier geht das Ding an und aus. Dann leuchtet eine Lampe. Keine Ahnung, was dann passiert. Das ist das erste Mal, dass ich das Ding anmache. Hier sagt man, Wasser durchlaufen oder nicht. Also Espresso extrahieren, Kaffee machen. Hier aktiviere ich die Dampflanze. Das hier finde ich immer ganz kritisch. So ein Ding hier. Warum ist hier so Plastik dran? Keine Ahnung. Hier kann man die Mühle mit aktivieren. Geil. Hat's geklappt? Ja. Nice. Okay. Aha, aha. Ja, steht nichts dran. Kann ich nachher mal testen. Sind so vielleicht 15, 16 Gramm. 15, I don't know. Okay, hier macht man einfach nur auf und zu, glaube ich. Mal sehen, wie das Ding extrahiert. Also wie wirklich der Espresso schmeckt dann nachher. I don't know. Hier aktiviert man, okay, die Mühle. Da war noch Kaffee drin. Interessant. Noch nicht unser Kaffee. Noch nicht unser Kiezkaffee. Kommt noch. Dann kann man hier tampen. Der Temper ist wahrscheinlich eine Katastrophe, wird aber irgendwie funktionieren. Dann spannt man das an, spannt man das ein. Abtropfschale, ganz geil. Kann man irgendwie alles auseinandernehmen, in die Spülmaschine schmeißen. Auch cool, oder per Hand abwaschen. Da geht das Plastik nicht so kaputt. Und was haben wir hier? Ach geil, guck mal hier. Das nennt man, da kann ich direkt den Kaffeemüll reinmachen. Super Abklopfer. Ich brauche unbedingt Lappen auch auf. Ich habe einen Fimmel, ich muss immer super ordentlich arbeiten. Ist mein Fimmel. Auf jeden Fall ordentlich und sauber, deswegen. Hier oben macht man Wasser rein. Sieht auch noch ganz sauber aus, habe ich vorhin gecheckt. Hier macht man den Kaffee rein, denn das Ding hat eine eingebaute Mühle. Wie geil ist das denn bitte? Deckel ist uns leider bei der Lieferung kaputt gegangen. Liebe Grüße an den Verkäufer. Anyways, wir kriegen das schon irgendwie hin. Lass uns Kaffee machen. Alright, lass uns mal Wasser holen, Kaffee einfüllen, eine Tasse habe ich schon besorgt und gucken, wie lange das Ding zum Aufwärmen braucht. Natürlich benutze ich unseren Kiez-Kaffee-Espresso, super geil, findet ihr bei uns im Online-Shop. So. Super lecker. Kiez-Kaffee. So, hier oben übrigens kann man natürlich den Mahlgrad einstellen. Ich habe gerade in der Anleitung gecheckt, ich glaube 1 bis 4 ist halt fein, also Espresso fein. Keine Ahnung, warum man einen anderen Mahlgrad als fein bei einer Espressomaschine benutzen sollte. Also ich mache jetzt keinen groben Espresso. I don't know. Aber
Malgrad werde ich gleich noch rausfinden. Wasser. Wasser habe ich gefiltert, extra hier aus dem Kraft mit hergebracht. Really, seriously. Oh shit. Ach nee, doch, alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe gerade gedacht, es läuft unten aus. Oh. Aber die wurde uns verkauft als funktionierend, ja? Also nur mal so. Zack. Benutzt bitte gefiltertes Wasser unbedingt für eure Kaffeemaschinen, sonst gehen die kaputt. Und so eine Kaffeemaschine auch in kalten, furchtbar. Echt schwierig. Ihr könnt euch so einen Brita-Filter kaufen, gibt es bei Amazon so ein Ding, könnt ihr Leitungswasser reinmachen, wird gefiltert und eure Kaffeemaschinen halten viel länger, weil die Dinger sind teuer. Link unten in der Videobeschreibung. Scheint schon heiß zu sein. Cool. Was auf jeden Fall praktisch ist an so einem Plastikding hier, es kann nicht so heiß werden, weil an dem Metallteil verbrennt man sich auf jeden Fall die Pfoten, wenn man nicht aufpasst. Deswegen an Profimaschinen ist meistens so ein Plastik oder Silikon, so eine Ummantelung, dass man das irgendwie anfassen kann. Außer bei den ganz neuen, die sind doppelt beschichtet, da kann, die kannst du anfassen, verbrennt sich nicht. Alright, entlüftet, cool. Entlüften haben wir gemacht. Ganze Tasse mit Wasser füllen, das Ventil schließen, das enorme Wasser wegschütten. Betriebsbereitschaft. Oh! Hammer. Oh, 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 oh. So groß ist das Abtropfblech auch nicht. Da kann ich auf jeden Fall nicht ewig Wasser laufen lassen. Aber es läuft schon mal irgendwie. Ich bin bis jetzt bin ich begeistert. Punkt Nummer 6. Betriebsbereitschaft. Das Entlüften hat das Betriebssystem mit Wasser gefüllt. Erst wenn die grüne Lampe über der Kaffeetaste aufleuchtet, ist die richtige Temperatur erreicht. Ey, hier stehen drei Lampen. 1, 2, 3. Wie soll ich denn da sehen, ob die grüne Lampe an ist? So, Kaffee zu. Also das muss ich mir jetzt echt nicht durchlesen, wie man einen Kaffee macht, oder? Ich bin ja der Barista. Wir lassen den Malgrad, weil der Vorbesitzer hat ja auch mal damit hoffentlich Espresso gemacht. Vielleicht war das dann schon guter Malgrad. Deswegen testen wir das mal. Ich mache natürlich mein Sieb sauber. Jetzt geht's los. Wir machen jetzt... Okay, warte. Also ich male jetzt, ja? Male doch nicht. Wahrscheinlich muss man den Knopf drücken, oder? Aha. Ah, weißt du was? Ich glaube, der malt so eine Art, eine gewisse Menge in so eine Kammer rein und dann da unten macht man die Kammer auf und dann fällt das alles in meinen Pott. Okay. So schlau. Ah, das ist noch der Kaffee vom Vorbesitzer, glaube ich. Den wird er ja da nicht ausgesaugt haben. Alright, lass uns mal schauen, ob das schon genug Kaffee ist. Nee. Und auch auf jeden Fall noch alter Kaffee. Praktisch, dass da so ein Ausklopfdingsbums ist. Ganz kurzer Stopp mal übrigens, falls euch das Video Spaß macht, falls ich mehr Zeug bei eBay kaufen soll, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare und like dieses Video. Weitermachen. Okay, okay, okay. Das sieht jetzt mal von einer Menge aus. Warte mal, ich... Lass uns mal über den Malgrad sprechen, Leute. Also der Malgrad, das habe ich gerade getestet, zwischen zwei Fingern. Einfach mal den Espresso reiben und mal gucken, ob ich es euch zeigen kann. Ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber auf jeden Fall ist der so fein, dass man das zwischen den Fingern auch wirklich fast wie so fein wie, keine Ahnung, Backpapier oder Backpulver oder Puderzucker, dass es wirklich sehr fein ist und nicht grobkörnig wie Sand, sondern noch feiner. Und das ist auch eigentlich so ein Malgrad, wonach ich suche. Also so eine Stufe von fein, dass es wirklich schon aussieht wie fast wie ein Puder auf den Fingern. Ich probiere es mal ein bisschen zu verteilen. Der Temper, keine Ahnung. Ich probiere es mal. Druck nach oben, ja, das ist doch aber wahrscheinlich geht es bei der Maschine ja auch nicht so sehr ums Tempen. Ich weiß auch nicht genau, wie viel Druck da rauskommt. Aber ich würde mal sagen, einfach mal einen Kaffee machen? Kaffee machen. Okay, wir machen mal einen Kaffee. Einspannen. Saubere Tasse drunter. Anmachen. Und wenn sich der Ton verändert, nach links drücken. Jetzt. Espresso! Viel zu schnell. Also ich, ja. Also es sieht relativ wässrig aus. Es läuft relativ schnell.
leichter durchs Tempen. Wir machen mal aus. Waren so. Steffen, sag mir es einfach. Die Leute kenne ich doch jetzt schon. The man behind the scenes. Guckt mal. Ich kann euch das nicht so gut zeigen, oder? Sieht man da irgendwas? Also es ist eine Crema da. Es riecht nach Kaffee. Es sieht auch so aus. Ich kenne den Kaffee sehr gut. Der sollte, wenn er perfekt ist, nicht so aussehen. Deswegen gehe ich meine Stücke feiner. Jetzt haben wir ja schon richtig viel gemahlen. Und jetzt, wenn ich den Mahlgrad verändere, da ist ja jetzt schon voll viel Zeug drin mit dem alten Mahlgrad. Das ist ein Nachteil. Habe ich nicht dran gedacht. Aber ich wusste auch am Anfang nicht genau, wie dieses Mahlsystem der Mühle funktioniert. Dass sie quasi in ein Lager mahlt. Ja. Also das hier sieht eher aus wie Lungo Kaffee Crema lange durchgelaufen. So. Ich stell den mal weg. Ich teste jetzt nochmal einen anderen Mahlgrad, okay? Also, was passiert hier? Ah, okay, da war noch Restflüssigkeit irgendwie drin. Keine Ahnung, wie ich diesen Siebträger richtig rauskriegen soll. Ah, doch so. Okay. Wieder mit dem Flaschen macht man das Sieb sauber. Also es ist. Ja, keine Ahnung, ob da ein richtiges Sieb ist oder ob das nur ein Wasserdurchlass ist. Okay, das Teil hier ist auf jeden Fall super klapprig. Den Ausklopfer, den würde ich. Den würde ich nicht unbedingt. Benutzen zu Hause. Da machst du wahrscheinlich deine ganze Küche dreckig. So, Leute. Ach, guck mal, ich könnte ja. Boah, krass, guck mal. Wenn ich es so mache, dann muss ich noch irgendwie auf diesen Knopf drücken. Hast du einen Stift für mich? Ich will jetzt den alten Mahlgrad rausholen. Nicht? Soll ich nicht machen? Du kannst den Holzstab nehmen. Den hier? Also ich will jetzt, Leute, damit ihr mich auch versteht, ich will den alten Mahlgrad, ich will den Mahlgrad verändern. Deswegen muss der alte, dieser vorgemahlene Kaffee erstmal irgendwie raus. Und das haben sie sich wahrscheinlich extra so ausgedacht, weil das passt nämlich perfekt drunter, das Teil. Ey, Jura, ey, ihr habt richtig geile Produktdesigner bei euch an Bord. Und dass auch der Stock genauso lang ist, dass man diese Kammer leer machen kann, haben sie sich wahrscheinlich nicht gedacht, aber funktioniert. So, Mahlgrad. Feiner. Wir gehen mal auf 1. Hat ja auch immer, das hat immer damit zu tun, was für ein Espresso man benutzt. Wahrscheinlich, wenn ich hier einen italienischen, super dunkel gerösteten Kaffee reinhauen würde, würde es ganz anders funktionieren. Ist echt super röstabhängig. Unsere Röstung ist ja eine Mittel, ist nicht hell, ist nicht dunkel, Mittel. Mittelhell dunkel. Lecker. So, mahlen. Ich bin jetzt auf 1 gegangen, ja? Mahlgrad 1, next try. Stopp! Okay, also das Ding portioniert schon irgendwie. Keine Ahnung wie. Ich hole jetzt nicht meine Waage raus. Bei 200 Euro war keine Waage dabei. Nee, dafür müsste ich jetzt ins Krapf laufen. Krapf, Krapf, das ist doch ein toller Name für einen Kaffee. Kaffee Krapf. So, ich temp mal wieder. Mahlgrad 1. Also nach oben tempen macht echt gar keinen Spaß. Liebe Kaffeemaschinenhersteller, das muss anders funktionieren. Kann man... Wahrscheinlich stand in der Anleitung drin, dass man den Temper auch abziehen kann. Dann ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Das ist der geilste Temper, den ich hier in meiner Hand hatte. Sieht ungefähr aus wie ein Knopf von einem Schrank von 1970, der abgefallen ist, den man so abziehen kann. Aber vielleicht hat ihn auch der Vorbesitzer einfach nur da dran gemacht, weil er den richtigen verloren hat. Keine Ahnung. Lass ihn doch nochmal schreiben. Okay, zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Flaschen. Was man auch immer machen sollte, damit die Tasse nicht unten dreckig wird, weil euer Gast will nicht eine Tasse haben, die unten dreckig ist, die Abtropfschale einmal abwischen. So, drücken und wenn sich der Ton verändert, Hebel nach links. Jetzt. Sieht genauso aus wie vorher. Boom. Also,
Wir machen gleich nochmal eine Aufnahme. Der Kaffee sieht genauso aus wie vorher, ehrlich gesagt. War auch genauso schnell. Meine innere Uhr hat mitgezählt, sie war genauso schnell. Die Extraktion. Das Lösen des Geschmacks des Kaffees im Wasser, in der Tasse. Ich glaube, ich würde aber nochmal ein bisschen probieren, ob der, vielleicht war der, die Mahlgrad-Einstellung noch nicht aktiv. Also kam noch nicht an im Porterfilter. Keine Ahnung, ob irgendwas mit dem Mahlgrad passiert ist. Es ist immer noch wie ein schlechter schwarzer Kaffee. Super wässrig, unterextrahiert. Da fehlt noch eine Menge. Also Temperatur, ja, das Ding ist auch heiß. Also wer einen schwarzen Kaffee trinken mag, also wir haben die Milchstanze noch gar nicht getestet, ja. Mal ganz andere Nummer. Mal gucken, wie das Video heißen wird. Fail oder nicht fail. Richtig geil, macht ultra Bock. Oh, ich liebe die eBay-Serie. So, mal gucken, warte mal, Mahlgrad-Test. Zwei Finger rein. Ja, ob sich jetzt viel feiner anfühlt, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob man sieht, ob der Fokus mitmacht hier, aber es klebt auf jeden Fall wie Pulver an den Händen. Es ist schon wirklich sehr fein. Mal sehen. Aber das Komprimieren des Kaffees mit diesem Ding. Ich stehe auch mal kurz auf. Ich sitze hier auf einem super klapprigen Bürostuhl übrigens. Gucken. Ah, so, mehr geht nicht. Nach fest kommt nicht fest her, Leute. Das wisst ihr doch. Fest ist immer fest. Boah, hier sieht's aus wie Sau. Oh, sah am Anfang echt vielversprechend aus. Na, mal sehen. Ich würde es eigentlich gerne mal mit so einem richtig harten italienischen Espresso probieren. Aber sowas haben wir nicht hier. Aha. Doch, hat sich was verändert. Also, ich gucke mal hier den Kameramann an. Es hat sich was verändert. Rausschneiden. Es hat sich was verändert. Der Kaffee schmeckt anders. Es ist nicht annähernd da, wo er hin kann. Er schmeckt sämiger, kräftiger. Ein besseres Mundgefühl, stärker. Die Crema könnte noch ein bisschen halt fester sein. Und der Kaffee auch ausgeglichener, ausgewogener. Aber wir sind in Richtung der richtigen Extraktion, des richtigen Geschmacks. Ich kann aber nicht mehr feiner gehen. Das heißt, ich bin gar nicht so unzufrieden. Das für zu Hause ist es schon gar nicht. Für 180 Euro ist es nicht schlecht. Ich schätze, dass man vielleicht mit einem ein bisschen dunkleren Kaffee da noch ein bisschen mehr rausholen kann. Ein bisschen dunkler geröstet im Kaffee. Aber da könnte man jetzt mal mit testen, einen Cappuccino mitzumachen. Cappuccino, oh mein Gott. Ich weiß noch gar nicht, wie das wird, Leute. Keine Ahnung. Kommt im nächsten Take. Wie macht man nochmal einen Dampf? Wow! Nicht bei der Milch sparen. Nicht beim Wasser sparen, nicht beim Kaffee sparen, nicht bei der Milch sparen. Beste Milch, wo gibt's? Hier in Berlin. Demeter, frische Vollmilch, Brodowin, liebe Grüße. Nicht sparen. Könnt bei der Kaffeemaschine sparen. Nein, könnt ihr nicht. Oh Gott, ich werde mich auf jeden Fall verbrennen. Oh Gott. Nee, ich mache nur Witze, Leute. Das ist natürlich nicht das, was ich gewöhnt bin. Egal, wie ich es halte. Vielleicht müsste ich eine kleinere Kanne nehmen. Das ist hier eine von Nanoformer, habe ich mal ein Video zu gemacht, eine mitgelieferte Kanne. Ja, kommt, reicht. Da ist schon ein bisschen was passiert. Oh, oh nein! Konnte das abmachen. Das soll gar nicht drauf. Fuck, das war bestimmt viel besser ohne. Warte, ich teste es noch mal kurz. Oh, da passiert ja richtig was. Oh, das will ich noch mal probieren. Doch, vielleicht geht's.
Woo! Ja, ey. Komm. So, ich mach mal einen, ja? Also, ey, über so ein Herzchen würden sich schon manche am Frühstückstisch freuen. Der Schaum ist gar nicht schlecht geworden. Ich glaube, also ich mache gleich mal nochmal einen ohne das Ding hier. Das war echt eine richtig dumme Idee von mir, das dran zu lassen. Leute, der Schaum sieht gar nicht mal schlecht aus. Mal schauen. Ist vielleicht ein bisschen heiß geworden, weil ich da echt ganz schön rumgewirbelt habe am Drehrad. Not too bad. Not too bad. Mann, oh Mann. Kann man, also ey, Schaum kriegt von mir echt, also Schäumen-Schaum kriegt von mir, keine Ahnung, 8 von 10 Kraftpunkten auf meiner Kraftpunkt-Skala. Kann man trinken. Ist gar nicht, also ey, vor 8 Jahren am Frühstückstisch hätte ich da richtig eine kleine Party geschmissen für. Leute. Okay, ein Milchtest noch. Ein Milchtest noch? Ja. Okay. So Leute, der zweite Versuch Milch, haben wir uns gedacht, wir testen ihn nochmal direkt wie eine richtige Morgenroutine. Wir stehen auf, es gibt jetzt Frühstück, Espresso, Milch. Let's go. Oh. oh, warte mal, keine Ahnung, was jetzt die Reihenfolge hier ist. Oh Gott. Irgendwas habe ich mit dem Druck falsch gemacht, würde ich mal sagen. Denn man macht ja den Druck, den baut man, glaube ich, auf fürs Milchaufschäumen. Und ich habe das vergessen und dann den Siebträger ausgespannt. Und dabei ist mir das halbe Ding um die Ohren geflogen. Und der ganze Laden hier ist dreckig, Leute. Bitte nicht nachmachen. Dafür gibt es Anleitungen. So, wir brauchen mal Kaffee. Erstmal ein Cappuccino am Morgen trinken, ey. Die Vögel zwitschern so leise, schön. Reicht. Also eventuell, falls es jetzt hier eine schauspielerische Glanzleistung von einer Frühstücks-Cappuccino-Zubereitung ist, müsste man darauf achten, die Küchentür zu schließen, denn das Ding ist scheiße laut. So, jetzt nehme ich mir mal den geilen Temper. Also erstmal Kaffee machen. Drücken. An und bei der, wenn sich das Geräusch verändert, jetzt Ventil öffnen. Die gute Jura 110. Ich kann sie euch nicht unten in der Videobeschreibung verlinken. So, jetzt, warte. Wow, ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass das wieder passiert. Okay, den lasse ich jetzt hier liegen. Jetzt warte ich auf Milch, Dampf, irgendwie. Ich habe noch nicht richtig verstanden. Wann er mir also da verändert sich ja nichts, ist keine rote Lampe. Wenn die grün leuchtet, hat er wieder Temperatur. Ach, wenn die hier oben grün leuchtet? Ja, die ist gerade ausgegangen. Ah, okay, also wenn die grün leuchtet, bei der Classic 110, dann kannst du Milch aufschäumen. Espresso. Also ich habe jetzt ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 2 extrahiert. Wem das nichts sagt, verlinke ich hier oben irgendwo mal ein Video, wo ich einen Espresso eingestellt habe und wo ich euch genau erkläre, warum ich meistens mit einem Verhältnis von 1 zu 2 Espresso gemahlen zum Getränk in der Tasse arbeite. Schmeckt nicht schlecht. Schmeckt nicht schlecht. Hey. Ich würde mich da nicht beschweren. Kann man machen. Kaffee, also Milch aufschäumen, vorhin hat ja funktioniert, so eine 8 von 10 Kraftpunkten. Espresso, naja, für einen Hausgebrauch für 180 Euro würde ich sagen 7 bis 7,5 Punkte von 10. Und insgesamt ergibt es 7,75 Punkte von 10 im Cappuccino in der Tasse. So, jetzt hier grün leuchtet. Wow. So, zack. Oh Gott. Ja, da ist halt nicht viel Dampf drauf. Weiß nicht, wie lange ich jetzt hier schäumen soll. Das ist, naja. Also ihr wollt eigentlich immer beim Schäumen zischen hören. So fügt ihr kontrolliert Luft hinzu und zieht die Milch auseinander. In der Ziehphase. Na, passiert schon noch was.
Also es hat vorher mit dem anderen Ding fast besser funktioniert. Ja, also ich höre jetzt auf zu ziehen, ich roll jetzt nur noch. Also schon ein bisschen Volumen hat zugenommen, also so ein Zentimeter ist die Milch auf jeden Fall gewachsen. Temperatur. Ja, nicht schlecht. Ey. Ui. 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 Ey, wenn das nicht eure oder euren Liebsten am Frühstückstisch freuen würde. Cappuccino à la Jura 110. Letzter Geschmackstest, dann kommt die finale Bewertung und das Video ist vorbei. Okay, ist ein bisschen lauwarm, hätte ein bisschen heißer. Psst, mach aus. So, jetzt mal ein richtig ehrliches Fazit über diese 180 Euro eBay Jura Siebträger Espressomaschine, die Classic 110. Pass auf, Leute. Das Ding macht Spaß. Man kann irgendwie alles auseinanderbauen, alles sauber machen, auch wenn es mal explodiert. Und man kann Kaffee damit machen und man kann auch irgendwie Milch damit aufschäumen und man kann, glaube ich, eine Menge über Kaffee lernen. Und für 180 Euro als Anfänger in dieser ganzen tollen Kaffeewelt ist das, glaube ich, nicht viel Geld. Das heißt, wenn du da draußen Bock hast auf Kaffee und eine funktionierende Siebträgermaschine für unter 200 Euro bei eBay findest, würde ich dir empfehlen, kauf sie einfach mal. Da kann nicht so viel schief gehen und du wirst sie bestimmt danach auch wieder los, falls du das Ding irgendwie wieder verkaufen willst und du doch nicht so viel Spaß dran hast. Aber probier es einfach mal aus. Du lernst super viel vom Thema, von unserem Lieblingsthema, deinem und meinem, dem tollen Kaffee. Deswegen gönn dir mal so eine Maschine. Ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen zu Hause. Und da kommt schon irgendwas raus, was irgendwie Kaffee ist. Es ist natürlich nicht das Gleiche wie in deinem Lieblingscafé um die Ecke, deinem Lieblings-Kiez-Café um die Ecke, aber es ist trotzdem eine tolle Sache und macht riesig viel Spaß. Genauso viel Spaß hat mir dieses Video gemacht. Danke, dass ihr dabei wart. Ich poste jeden Freitag Videos zu meinem Lieblingsthema Kaffee oder ein Kaffee betreiben, Kaffee gründen. Schaut gerne mal in meine ganzen Videos rein und klickt euch ein bisschen durch. Lasst natürlich gerne ein Like da und schreibt unten in die Kommentare, was ich beim nächsten Mal für ein komisches Kaffeegerät bei eBay kaufen soll. Denn diese eBay-Serie muss weitergehen. Ciao.